Dann höre ich eben Fabian schießen. Jetzt habe ich Sound. So, ich glaube, da ist noch eine Nebenquest. Ansonsten haben wir alles. Da ist noch ein Konvoi. Ja, das steht ja in der Übersicht, oder? Ja, im Provinzinhalt, genau, wir haben alles. Es fährt jetzt noch ein Konvoi darum. Ja, dann markieren wir den einfach mal. Hier ist noch so eine grüne Ding, habe ich hier noch nicht aufgenommen. Die Waffe ist aber im nächsten Gebiet, oder? Oh, was ist das? Ich bestelle uns gerade nochmal so ein Gatling-Fahrzeug, dann können wir damit das einholen und dann auch gleich die Fahrzeuge beschießen. Oh. Ja, super. Ihr werdet alles, ne? Quick, quick. Schönen Coca-Blätter hier. Ach, wo ist es denn jetzt schon wieder? Ach, wo das steht? Am grünen Rauch. Ja. Mag ja sein. Steht trotzdem beschissen. Wo steht's denn da oben? Leute, beeilt euch. Ja, ja. Wir müssen da ordentlich was einholen. Ich steh immer noch da, so wie es stand, als es gespawnt ist. So, ich mach mal Beifahrer. Oh, es piepst. Das ist geil. Ne, das war mein LKW. Ja, der meine ich ja. Achso. Oh, das Partymobil. Und zack. Oh. Die Reifen sind ja alle aus Watte, habe ich so das Gefühl. Aus was? Aus Watte? Der ist weggesprungen, oder? Ja, der hat es gerade noch geschafft, aber der Typ vor ihm auf jeden Fall, das war nicht ganz koscher. Man merkt aber halt deutlich, dass die Rebellenpräsenz hier extrem zugenommen hat. Nachdem das Gebiet halt. Ja. Ich bin mir aber immer noch nicht so ganz sicher mit den Rebellen, ob das wirklich alles so grün ist, wie das hier scheint. Ja, das hab ich mir auch schon überlegt. Also, sagen wir mal so, ich hoffe mir mal, dass sie die Story so gemacht haben, dass es nicht einfach so gut-böse-Schema ist, so. Ja, das wäre schon... Ich glaube auch schon dran, dass es so ist. Das wäre cool, wenn du am Ende, wenn du alle besiegt hast, dann die ganzen Rebellen töten musst und alles noch nochmal nur andersrum. Ja, genau. Mit Santa Rebellen Blanca zusammen. Ja, genau. Genau, und den Unidad, so. Da ist ein Heli, wollen wir den Heli holen oder sind wir noch weit schon nah dran? Oh, ich finde Heli nicht schlecht, aber wir können es auch mal so machen. Fahr mal. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Baller den einfach raus. Wir fliegen immer und es passiert immer irgendwas, dass der Heli abstürzt oder sonst was. Ja. Hey, im Himmel ist es auch eng mal den, weißt du, da ist kein Platz. Ja. Aber es recht viel gefahren sind wir noch nicht, wir sind meistens in der Luft unterwegs. Ja, vor allem, wir passen dadurch eigentlich voll viel, genauso wie das letzte Mal, als wir dann mal den Gleisen entlang gelaufen sind, das war mal was anderes einfach. Ah, mal Erlebnis, ne? Also sind wir schon in Bolivien und kriegen einfach nichts von der Landschaft mit. Nur am Fliegen. Dabei sieht es ja noch gut aus. Und dabei ist es ja die größte Spielwelt, die Ubisoft je in einem Spiel hatte. Ja. Ich habe auch letztens so ein Entwicklervideo gesehen, wo sie erklärt haben, wie sie die Welt generiert oder halt wie sie erstellt haben und so, dass es zum Teil generiert ist nach gewissen Tools und so und dann halt auch von Hand manche Sachen und hier waren wir auch schon. Das sind extrem, ich glaube, weiß ich wie viele Millionen Büsche und Bäume sind platziert und. Also per Hand dann platziert, nicht? Ja, und ich glaube, allein Straßen sind es, weiß ich wie viele Tausende von Kilometern, ey, das ist richtig übel. Krass. Ja, wenn du auch guckst in der Statistik, wie viel wir dann doch schon gefahren sind mit dem Auto, das ist halt schon richtig viel. Ja. Das läppert sich. Ja, ist schon ein Riesengebiet, also wenn man bedenkt. Und es läuft ja auch weitestgehend flüssig. Auch die Gebietswechsel so von der Flora und Fauna so. Vorsicht, das könnte Gegner sein. Ja. Das ist Unidad hier. Ja, das ist Unidad hier. Oh, da war wir auch schon. Bis jetzt sehen wir uns nicht. Ja, die. Lieber Michael. Ja, wir haben ein Unidad-Auto, das ist denen gerade egal. Haha. Achso, wir sind im Unidad-Auto. Ja. Sollen wir neben ranfahren und den rausballern oder die hinten dran? Nee, leg einfach los. Einfach draufholzen auf die Karre, damit sie in die Luft fliegt. Oh, wie schnell. Alter, richtig hart. Dann mit der Minigun. Oh! Ich würde es ungern eigentlich da raus. Ja, schieß nicht. Blockieren, die steigen jetzt gleich aus. Also ich kann nicht schießen. Ne? Einmal kurz reinhalten, geht vielleicht. Den kann ich, glaube ich. Nicht auf den Truck schießen, wir brauchen das Zeug damit. Ja, wo ist ein Fenster? Ist Zeug, das wir brauchen. Ja, den kriegt man irgendwie nicht. Ja, steigt doch aus! Rausballern oder was? Ich komm nicht raus, jetzt fährt er mich gleich über den Haufen. Da hängt einer raus, jetzt kommen sie. Pass auf den Truck, hab ihn! Wir brauchen die Ladung.
Alles klar. Hat den elenden Fahrer, ey. Vielleicht finden wir ja. Warte mal kurz, lauf noch ein bisschen zurück, dann kann ich 3500. Noch mal ein Stück zurück. Ja, warte, zurück, sieht gut zurück. Aus. Wir melden den Rebellen den Standort des Trucks. Alter, hast du mir das aus den Armen geschossen? Naja, Präzisionsschütze. Alter, ich wollte ihn doch noch niederschlagen, der arme Kerl. Das ist doch nur der Fahrer gewesen. Mensch. Ja, das sind immer die Schlimmsten, die Fahrer, du. Ja, dann haben wir alles, oder wie? Gut, hier ist ein unbekannter Ort halt und so. Wollen wir das dann nicht? Oder? Aber ich, ja, es gibt ja nichts mehr. Wir können doch dann fahren wir zurück. Es gibt noch zwei unbekannte Orte, wenn wir die auch noch entdecken wollen. Können wir doch nicht machen. Den gibt's noch und. Es gibt links unten und rechts unten noch. Links unten? Ah ja. Ja. Gibt's auch noch einen. Erstmal zu A, oder? Dann würde ich aber sagen, wir nehmen mal den. A. Wir warten erstmal, wir müssen erstmal noch warten, weil die Karre hier ist heiß gelaufen. Oder wir nehmen hier das Partymobil. Ja, natürlich! Ja, oder wir gehen zurück zur Unidad-Basis und holen uns den Heli von mir. Wir holen uns den Heli, würde ich sagen. Ja, aber da fahren wir mit dem Partymobil hin. Heli, welches ist denn das Partymobil? Meine Unidad ist hier. Ah. Ich nehme den Nissan Primera oder was auch immer das hier ist. Kannst du Hupen? Ne, Hupen gibt's immer noch keine. Ah. Da fehlt einem einfach was. Mal unauthentisch. Keine Hupen? Keine Hupen. Ja, die haben kein Geld für die Sicherung. Ja, sollen wir schnell rein Heli klauen oder? Ne, ich glaube, es wird nicht klappen, ne? Glaubst du nicht? Schon ziemlich gefährlich. Dann ja, dann haben wir wieder Unidad an uns. Aber die erkennen uns bis jetzt immer noch nicht. Sind die überhaupt noch da? Warte, ja, ich schicke mal kurz hin. Schon. Ja, ja, da ist noch was. Ja, ist aber der Heli. Ah, ne, das ist. Oh, da sind wir auch. Ich glaube, ich steig mal aus. Der Heli knallt dich jetzt in 10 Sekunden weg. Eben nicht. Wer schießt denn da auf mich? Der Schneiber. Oh, Alter! Halt's Maul, der Heli ist unten, ey. Gib ihm! Mach's ein Auto raus. Und Mörser! Oh nein, das Partymobil! Nein! Kaputt. Ja, nicht nur das. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, lass euch Zeit. Guckt in Ruhe. Rett dein Leben. Hier noch welche? Ich sehe keinen mehr. Ah, und Fabian, mein Kopf liegt direkt an der Propangasflasche. Ich sehe den gar nicht. Tja. Waren wir jetzt alle tot? Nicht gesagt. Und trotzdem bist du einfach reingeheizt, Martin, weißt du, denk doch mal nach. Nein, ich bin nicht gefahren. Ich bin gefahren. Du bist doch ach so. Fabian ist dann. Ja, ich bin nicht. Mensch, gefahren. Martin, greif ihm doch mal ins Steuer. Ich saß nicht nebendran, ich saß hinten. Immer diese Ausreden. Furchtbar. So. Soll ich von hinten vorgreifen? Wir sind doch jetzt hier noch, oder? Ich hätte ihn erwürgen können. Ja, dann nehmt mal die Drohne und ab geht die Post, ja. Oder? Ja. Das müsste die Drohne ein. Hätte ihn erwürgen können, Simon. Den Jürgen sollst du würgen. Nein, nicht den Jürgen. Den Jürgen sollst du würgen. Als Maul. Das sind gar nicht so viele. Oh Mann, ey. Der Heli war halt das Problem. Da ist Jürgen, da ist Jochen, da ist der Dieter. Und da oben steht der Hermann. Der Tango weiß, dass was. Und da hat schon einer daneben geschossen. Ja, Schussbefehl hat ja noch niemand gegeben, oder? Also ich nicht. Wir haben uns schon entdeckt, oder? Aber da vorne hat schon einer daneben geschossen. Ich hab noch nichts geschossen. Da kriegt er schon. Nee, aber da vorne steht die Killergarnele und Ich hab den Schuss gerade eben gesehen. Ja, ich habe jetzt einen gekillt, weil der mich entdeckt hat, aber sonst habe ich nichts. Ich will Taktik 0% schaffen. Das sehe ich schon. Ja, die sind auf jeden Fall, ja, war klar. Ja, doch gleich drei. Ah, ne, ist wieder eins. Ne, okay. Müssen wir Gas geben. Oh. Ja. Boah, da kommt auch noch ein Unidad-Fahrzeug. Willst du mich verarschen? Scheiße, der Scheiß-Sniper hat uns anvisiert. Wenn du einen ärgerst, dann kommt gleich die ganze Familie. Das sind Türken, eindeutig. Der böse Martin wieder. Scheiße, nichts wie Winkler. Da kommt noch ein Auto. Oh nein, wieso schon wieder eins, ey? Ab in den Heli. Ja.
ich lieg. Nein! Von wo? Von da, ich sehe es. Warte, ich steig aus. Hol ihn, du. Ups. Ist der Heli weg. Ah, da ist er, ob er in der Ecke ist, oder? Ja, ich sehe ihn. Nein! Oh! Jetzt rennt der Rapid hier genau in die Granatlunte rein, ey. Scheiße. Das war's mit dem Heli. Das war auch so eine blöde Granate. Das war's mit dem Heli. Das kann nur einer sein. Das Alter. Hat sich ja rentiert. Yo! Wo gibt's denn den nächsten? Oh, da gibt's nochmal einen Konvoi. Ah, nice. Wieso nicht? Dann holen wir uns unten steht ein Auto. Unidad loswerden. Wir finden es ja so schön. Ja, warte, das geht. Wir holen das Unidad-Auto. Quick, quick, wo ist es? Ja, wo ist denn die Munitions... Alter. Seht ihr das Auto? Nee, ich seh's noch nicht auf der Karte. Sieht man's auf der Karte? Ja, normalerweise siehst du es auf der Karte, ja. Wenn du, als ans, wenn du eins anforderst, aber... Verloren. Hey, da vorne ist es, glaube ich, oder? Kann es sein? Steig einfach ein und fahr her. Nein. Nee, dann nimm mal einfach irgendeins da unten, ist doch... Können wir machen. Sind ja nur 800 Meter. Sag mal, kann ja wohl nicht sein. Na, ich hab ein Fahrzeug, komm. Dropchance 50%. Ja, genau. Ich hab eins, hopp. Oh, da kommt was. Oh ja, nehm ich mit. Oh. Da wird er wieder einen überfahren. Gar nicht wahr. Natürlich. Da liegt er auf der Straße. Da stand nur irgendwas mit. Komm, fahren wir direkt runter. Nach links. Uhu. Alles klar, bist du sicher? Ja, nein. Passt. Alles klar, easy. Oh. Oh Gott. Sieht ja nicht mal was. Und zack, auf den Felsen. Wie sanft es landet. Da rennt was. Guck mal, das Lama. Alter, es ist gefangen. Rams Auto weg. Seht mal. Ja. Freedom for the Lama. Es spuckt. Es spuckt. Es spuckt das Auto an. Ja, es spuckt. Ja, es spuckt echt. Es spuckt echt. Nein, wie geil. So, und so werden wir begrüßt hier in dem Landesjahr. Jetzt ist es. Okay, jetzt ist es. Es hat sich teleportiert, ey. Magic Lama. Ja. Ja, ich bin am Start. Wo seid ihr? Ja, wir auch, wir sind gleich da. Die 200 Meter holen wir locker ein. Oh yeah. Die Karre sieht, die hält keine 200 Meter mehr. Die kriegt noch in Bolivien TÜV. Ich sag's so. Ich glaub. So. Ja. Das Ding am Arsch. Prinzipiell ist es jetzt geparkt. Hat wirklich keine 200 Meter mehr gehalten. Oder einmal ja. Oh! Bunte, du bist ja wieder hier. Ich fahre. Sitzt es gerade in die Leitplanke. Ach ja. 800 Meter schon wieder. Ach, verdammt. Machst du jetzt gleich allein, ja? Ne, wir sind unterwegs. Wir hatten halt so einen unfähigen Fahrer. Wir haben die einzige Straße in Bolivien gefunden, an der es eine Leitplanke gibt. Und Fabian hat sie gefunden. Prinzipiell ist es jetzt geparkt. Ach, herrlich. Super. So, erstmal auf den Main vor uns halten, oder? Oh Mann. Oh Mann. So. Es gibt! Alter, Simon! Oh Gott. Was war das? Sag mal, wo bin ich denn hier? Simon! Das hängt im Berg! Ja, wie jetzt? Oh nein, Simon! Du musst es alleine machen. Ja. Aber wir haben einfach... Oh, Alter. Es steht. Wunderbar. Steig ein. Gut. Der Ray liegt. Martin, kannst du aussteigen und ihm helfen? Weiß nicht, schaffe ich das während der Fahrt? Ja, mach es mal. Und jetzt, go! Ja gut. Ah, elegant abgerollt. Oh, die Karre! Die zieht nichts mehr. Die hat noch nie was gezogen. Oh, sind wir in einem neuen Gebiet gleich? Ah, von Pichu. Ja. Wunderbar, kriegen wir hin. Mit dem Scheißteil weiterfahren. Ja klar. Fabian, der ist kaputt. Okay, ich hol's.
Der Konvoi ist doch kaputt, oder? Jo. Ja, 1250 nur bekommen. Ja, klar, weil wir es schon ein paar Mal gemacht haben wahrscheinlich. Oh nein, Alter! Nein, weil es kaputt ist. Aber wenn der Konvoi hat eine Lebensanzeige, weil falls du den noch nicht gesehen hast, dann reitest du mich drüber, der Assi. Und wenn der runtergeht, kriegt man nur die Hälfte der Ressourcen, wenn man es schafft. Warte, ich leg noch ein C4. Ja, leg noch ein C4. Kaputter gehen wir eh nicht. Kann man ja aussteigen. Haltet mal auf den Boden, ja. Liegt ja hier. Hä, Wunder, warum legst du jetzt unterm Auto? Oh, ich lag hier schon die ganze Zeit. Ich stehe hinter dir. Ich lieg nicht unterm Auto, ich lieg neben dem Auto. Bei mir bist du auch unterm Auto gelegen. Oh, hä, das ist abgebrochen oder was? Hallo! Nochmal eins rein. Oh, nice. Oh. Das war knapp. Oh. So, da gibt's einen Heli. Ja, nice. Vorne. Oh ja, geil. Jetzt können wir uns aber fragen, wie wir weitermachen. Wir könnten jetzt Machu Monte Punctu. Wir wollten ja nicht noch die Fragezeichen-Dinger holen. Ja, dann können wir. Achso, ja, wir können schnell rüberfliegen. Stimmt natürlich. Geht jetzt da fix. Jetzt haben wir ja einen Heli, der vielleicht ein bisschen hält. Vielleicht. Hey, hier vielleicht. Waren wir schon mal. Ich fliege. Gebe ihm nicht lange. Ja, das Motorrad habe ich gut geparkt, ne? Du bist so adept. Egal, ich steck ein. Flop. Da liegt noch ein C4 am Fahrzeug. Ah ja. Peng. Peng. Soll ich mal hier eins rauswerfen? Ja. Und das? Der geht leider nicht. Jetzt sind wir gejagt. Nicht wegen mir. Wir uns sehen in der Nacht. Ein Heli, der ist unbedingt mit den Amis. Wo ist der andere? Hier den mal. Da ist noch ein. Das sind jetzt schon wieder zwei Konvois hier unterwegs. Ja, ich glaube, die Konvois fahren so lang, bis wir es halt mal richtig schaffen. Ja, also Nahrung könnte ich mal wieder einbrauchen, aber den anderen habe ich 12k, 21k, lang, 28k. Also endlich lang. Ja, gibt's noch Nahrung oder was? Nahrung? Nee, Nahrung gibt's gerade keine. Aber ich glaube, die Konvois tauchen ja immer wieder. Ah, doch, hier, oder? Genau. Nahrung 3.500. Der ist Nahrung, dann können wir den gerade machen. Kann ich knallen? Nachen? Nee. Aber ich hab. So, der fährt die Straße entlang, die rechts von uns liegt. Der ist da gleich da vorne. Ja. Die Killergranate macht nach Tactical Erkunding. Prinzipiell. Prinzipiell? Stimmt, das ist Unidad-Lager, da sollte man nicht runter. Stimmt. Schon wieder das kommt, Ding. 500 Meter. Halt gerade da vorne an der Brücke. Wenn der Heli kaputt ist, macht nichts, dann kann man gleich die Lager wieder einholen. Und runter! So gut geklappt. Ah, das wird wieder so ein knappes Ding, ey. So, raus, in die Luft jagen, easy. Feind am Boden. Wer hat unseren Heli in die Luft gejagt? Niemand, der LKW ist einfach drüber gebrettert. Ja, und der ist jetzt weg. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Nicht mehr so viel draufballern, ne? Der hat nicht mehr so viel. Der verliert extrem schnell an Energie. Ja. Ja, vor allem kann das ja skillen, dass die Schussdinger. Ja, jetzt. Ja, hab ich geskillt. Ja. Dann sollte man eher da nicht draufballern. Ja, ich schieße auch nicht drauf. Das Motorrad ist leider das Falsche, um den zu verfolgen. Ja. Vielleicht steigt er irgendwann aus. Jetzt bei mir rein. Ja, klar. Alleine bringt er jetzt nichts, muss ja jemand dabei haben, der rausballern kann, oder? Ich halte ihn auf. Ich bin zu Fuß unterwegs. Alles klar. Er lässt sich von mir nicht aufhalten. Ja, wir kommen. So schnell es geht. Oh! Die Kinder schießen. Lass kurz ab. Lass kurz ab! Ja klar. Oh! Oh nee. Oh, oh, oh! Ui, nein! Wieso? Ja, super, das ist ein Stein, ey. Fuck. Er muss zurücksetzen. Ja, super, ich häng fest. Ich hab sie aufgehalten. Ja, ich bin gekommen.
Ja, ich bin jetzt. Ich häng irgendwie. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich sehe nix. Tada! Wo bin ich denn, Alter? Was macht ihr denn? Haben wir denn aufgegeben? Abmarsch. Achso. Gut, oder? Oh ne, hab's überlegt. Ja, doch. Da kommt der Mann hin. Da sind wieder vier Motorräder. Oh, alles klar. Vollgas. Ist der Punkt noch markiert? Irgendwie ist ja nee, wir fahren da jetzt schnell hin. Komm, easy. Ja. Ich fahr das mal. Da im Zimmer bitte und Tour.